Hallo und willkommen zur nächsten Episode in BK Koran und Wissenschaft. Heute geht's um Schöpfung des Universums. In der Einführung in die Broschüre, die Bibel, Koran und Wissenschaft, habe ich ja bereits kurz angerissen, was im Kapitel Schöpfung des Universums passiert. In dem Video hier gehe ich die Seiten 18 bis 22 mal durch und analysiere die Behauptungen und gehe sogar auf den Ursprung von Aussagen ein, die vor fast 5000 Jahren gemacht wurden. Es gibt ja bekanntlich Islam-Apologeten, also Islamogeten. Egal ob Sunni oder Schia oder Sufi oder Baha'i oder Khawarij oder Ahmadiyya oder Koraniten oder Ibadi oder Aleviten oder wer auch immer. Und viele von denen sind hier wie Automaten und die beten das Mantra von wissenschaftlichen Wundern im Koran. Weil vor 50 Jahren ein Scharlatan namens Sindani den Islam unbedingt aufpeppen wollte und durch Lug und Betrug mit Hilfe von Nichtmuslimen, von Ärzten und Wissenschaftlern der Menschheit weismachen wollte, dass der Islam und vor allem der Koran etwas Besonderes sei. Im Video Bükeyismus habe ich ja eines der meistbeachteten Ergebnisse vorgestellt, ein dünnes Buch mit dem Titel »Die Bibel, der Koran und die Wissenschaften«, geschrieben von einem Maurice Bucquet, mit genau diesen Lügen. Und was ich jetzt mache, ist das Buch mit seinen Behauptungen neben die Realität zu legen, um beide zu vergleichen. Weil es mir um Wahrheit geht und extrem viele Muslime immer noch diese Falschaussagen glauben. Und ich möchte halt erreichen, dass Gläubige nachdenken, reflektieren und sich bewusst werden, was genau sie glauben und warum sie es glauben. Und deswegen ist es sehr wichtig zu gucken, ob das, was in diesem Buch steht, ob das tatsächlich stimmt, ob es mit der Realität übereinstimmt. Und da der Koran anfangs wohl ein christlicher Text war, ist es ja nicht verwunderlich, auch bekannte Inhalte aus der Bibel hier zu finden. Und die Autoren des Korans haben leider vieles durcheinander gebracht und weil sie das nicht verstanden haben, was in der Bibel stand, wurde das meiste nur verkürzt und total vage aufgeschrieben. Und auf Seite 19, da sehen wir, wie im Koran, wie ja auch in der um einiges älteren Bibel, etwas genannt Himmel. Was, keine Ahnung, was das hier soll, weil es ja nicht um den Himmel geht. Und dieser Himmel ist dann in 6 Tagen in einem geheimen Prozess hergestellt, also erschaffen worden. Was genau ist denn hier los? Und in der Bibel wird ja detailliert aufgeführt, was an welchem Tag hergestellt wurde. Was ja Quatsch ist, da es ohne Erde und Sonne logischerweise keinen Tag geben kann. Also tun dann die christlichen Apologeten so, als ob das Licht, was irgendwie so abracadabra-mäßig erscheint, dass das dann, genauso wie die Sonne später, dann irgendwie für Tag und Nacht gesorgt hat. Wie das sein kann, weiß ich nicht. Aber das Ganze ist ja Blödsinn, weil es, guck mal, die Zeitspanne von circa 10.000 Millionen Jahren, zwischen der Entstehung des Universums und der Entstehung der Erde. Das ist hier der Faktor, der Fehler. Das ist die Größenordnung des Fehlers, über den wir hier reden. Aber es wird ja noch nicht mal das Universum als solches benannt oder beschrieben. Alles, was den Verfassern damals zur Verfügung stand, war das Wort Himmel. Merkten die ja nicht. Das Verständnis von Sonne, einem Sonnensystem, einer Galaxis oder einem Universum, das gab es halt noch nicht. Und da der Koran offensichtlich von den damaligen Menschen verfasst worden ist, findet sich auch nur das damalige Wissen mit dem damaligen Vokabular wieder. Und das ist das Problem. Das heißt, der Koran kopiert die Fehler der Bibel bei der Herstellung der Erde und benutzt genau diese Begriffe Himmel und Tag. Und einige Fehler werden dann übersprungen, weil es ja recht vage und kurz alles dargestellt wird. Dafür werden andere hinzugefügt. Bin ich denn der einzige Mensch, der erwarten würde, dass etwas, was ein Gott macht, doch einfach nur perfekt sein sollte? Warum ist dann das Gegenteil der Fall? Hier steht in 39,26, Gott ist der Schöpfer und er ist der Erhalt aller Dinge.
Okay, das ist doch nichts anderes als eine plumpe Behauptung, gefolgt von einer Falschaussage. Wir können nicht sehen, dass der Schöpfer hier alles erschaffen hat. Aber alles Lebendige stirbt, wird also nicht erhalten. Entropie strebt gegen unendlich und alles zerfällt. 98 oder sogar 99% aller Spezies auf diesem Planeten sind nicht erhalten worden, sondern sind bereits ausgestorben. Okay, ich habe jetzt hier mal ein paar Beispiele rausgepickt, die sich mit dem Thema Erschaffung von Universum und Erde beschäftigen, aus dem Koran. Das heißt, in 7,54 seht euer Gott Himmel und Erde in 6 Tagen, Himmel und Erde, eine Einheit, die wir zerteilt haben, Himmel und Erde, das, was zwischen den beiden ist, was sind zwischen Himmel und Erde. Na gut. Und das hat er auf jeden Fall in 6 Tagen, Lob sei Gott und da. Was auffällt, ist, dass im Koran ein Tag der Woche fehlt, an dem wir nicht wissen, was Allah da getrieben hat. Hier gibt es keine Aussage zu. Ja gut. Also jetzt sehen wir uns ein paar Beispiele an, in denen eine chronologische Abfolge beschrieben wird. Weil das Wort Thumma heißt eben nun einmal dann oder anschließend. Das heißt in 2,29, er ist derjenige, der für euch das, was auf Erden ist, insgesamt erschaffen hat. Und anschließend, und hier wird dieses Wort Thumma benutzt, wandte er sich und so weiter dem Himmel zu, worauf er sie zu 7 Himmeln ausformte. Was das heißt, weiß ich nicht, aber worauf ich hier jetzt auswähle, ist, es wird erst die Erde gemacht, also der für euch das, was auf Erden ist, erschaffen hat und anschließend wandte er sich dem Himmel zu, also erst Erde, dann Himmel. Und nochmal, was wichtig ist, das Wort Summa, was wir hier sehen, bedeutet dann, anschließend und wird auch ständig an anderer Stelle so gebraucht. Vergleichen wir das jetzt mal mit 41,9. Wollt ihr denn wirklich denjenigen verleugnen, der die Erde in 2 Tagen erschaffen hat? Er hat ja festgegründete Berge in 4 Tagen, Danach, und hier wieder das Wort Summa, führte er sie als 7 Himmel in 2 Tagen aus. Das heißt also die Erde in 2 Tagen, Berge 4 Tage und dann Himmel 2 Tage. Erst die Erde und dann den Himmel. So wie in dem Satz 2,29. Dann kommen wir zum Satz 79. Seid ihr etwas schwerer zu erschaffen als der Himmel? Er erbaute ihn. Er erhob seine höhere Schicht, worauf er ihn ausformte und seine Nacht finster machte und sein Vormittagslicht hervorholte und die Erde hernach richtete er an. Also erst Himmel, dann Erde. Also anders als vorher, wo erst die Erde und dann der Himmel und jetzt plötzlich erst Himmel und dann Erde. Wow. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe von Sätzen im Koran, nicht nur den einen, die Bukay sich daraus gesucht hat, wohl weil der so sehr der Bibel ähnelt. Und trotz der Vielfalt und der unterschiedlichen, sogar gänzlich gegensätzlichen Aussagen beteuert er, dass sich der Koran nicht auf eine Zeitfolge für die Schöpfung der Erde und der Himmel, ne, im Plural, bezieht. Obwohl das ja ganz klar der Fall ist. Nur, wenn man die Sätze nebeneinander legt, wird der Widerspruch offensichtlich und kann nicht mehr wegdiskutiert werden. Weil Bukay versucht jetzt einfach nur, von dem Begriff Tag wegzukommen, damit das Wort Tag nicht Tag bedeutet, sondern irgendwas anderes. Und er betätigt sich hier als Islamapologet, da er eben versucht, den Begriff Tag als unbestimmten Zeitraum zu definieren, eben als Äonen. Und warum macht er das? Keine Ahnung. Wohl weil der Begriff Tag falsch ist. Da hat der Gott der Juden, der Gott der Christen und der Gott des Islam im Kosmologieunterricht nicht so richtig aufgepasst. Könnte ein Gott das nicht besser formulieren? Sollte ein Gott das nicht besser formulieren? Also ich finde schon. Aber sehr viele Islamogeten beteuern ja, dass Himmel meist als Universum zu verstehen ist. Obwohl die Verfasser des Korans eben nur den Himmel über uns kannten und nicht weiter denken konnten, als sie sehen konnten. Das heißt also, in 20,4 kann auch das Wort Himmel nicht das Universum meinen, da da steht eine Offenbarung von ihm, der die Erde und die hohen Himmel erschuf. Na, das ist eine völlig absurde Behauptung, die danach noch folgt. Er führte sie als 7 Himmel in 2 Tagen aus. Das heißt also, diese 7 Himmel
Wie können die hoch sein? Wie kann ein Universum hoch sein und wie kann es 7 Himmel sein? Also, aber was soll denn so eine Aussage? Und jetzt gehen wir mal auf Seite 20. Da gibt es dann einen wirklich harten Fehler. Ne? Denn dort wird auf 41,11 verwiesen und da findet sich dieser Satz: Hierauf richtete er sich dem Himmel zu, also danach, der aus Rauch bestand. Aber jeder Grundschüler heute weiß doch, dass Rauch, Gas und Nebel, die sind sehr verschieden. Also Gas kann flüssig sein oder es kann nach neuesten Erkenntnissen sogar ein Plasma sein, also ionisiertes Gas. Ob es jetzt am Anfang eher flüssig war oder ein ionisiertes Gas, also Plasma war, das ist noch nicht endgültig geklärt. Was aber hundertprozentig ausgeschlossen werden kann, ist, dass es aus Rauch bestand. Rauch ist ein Nebenprodukt einer Verbrennung. Da gab es nichts zu verbrennen. Wobei dann der Qualm Partikel enthält, also vollkommen falsch ist, um das Universum in der Entstehungsphase zu beschreiben. Und daher sehen wir hier diesen typischen Bükejismus, ne? Da das Wort Rauch in das Wort Nebel verändert wird. Ich meine, das ist ebenfalls falsch, aber eben nicht Rauch, weil dieses Wort ja ganz klar die Eigenschaften des Rauchs, die sind ja ganz klar von allen Wissenschaftlern als völlig falsch erkannt worden. Also versucht Bouquet ein Ablenkungsmanöver, was aber eigentlich zweifach fehlschlägt. Eben, weil das Wort Nebel auch nicht das Universum in diesem Stadium beschreibt und weil das Wort Dukan im Koran Rauch bedeutet, nicht Nebel. Hier, das Wort existiert zweimal im Koran, beide Male als Rauch. Und das Laienlexikon bestätigt das auch noch. Und außerdem Rauch als Zeichen, das gibt es ja in der Bibel auch. Woher das wohl im Koran entstanden ist. Und selbst, guck mal, heute wird ja Rauch als Botschaft benutzt, ne, bei den Katholiken, die dann einen neuen Papst ankündigt. Es geht also hier um die Herstellung der Erde samt den aufgesetzten Bergen. Da komme ich nochmal später dazu. Also in einem anderen Video. Ne? Und als das fertig war, dann wandte sich der Schöpfer, Schrägstrich Gott, diesem noch nicht existierenden Universum zu und redet mit beiden. Redet. Ne? Also mit einem Planeten und einem Universum. Redet, also spricht. Ne? Mit Erde und dem Universum. Sie sollen etwas machen. Okay? Und was soll ich sagen? Der Planet Erde und das Universum antworten. Sie sprechen. Wissenschaftlich völlig korrekt das alles? Echt? Naja, und dann wurden, Simsalabim, aus dem Universum gleich 7 davon innerhalb von 2 Tagen. Und diese Himmel werden als feste Kuppel beschrieben, ohne Risse, ein Firmament gehalten und gestützt von unsichtbaren Pfeilern, die die Himmel ohne sichtbare Säulen hochgehoben hat, ausgestattet mit kleinen Lämpchen zum Schutz von uns Menschen, damit uns der Himmel nicht auf den Kopf fallen kann, mit Sicherheitsvorkehrungen gegen lauschende Dämonen, die den Himmel belauschen. Und daher mit den Lämpchen vertrieben werden können, die wie Geschosse auf die Dämonen abgefeuert werden können. Oh, okay. Bouquet hat einen Satz zitiert, ohne weiter darauf einzugehen, wohl weil die Aussage völlig falsch ist und sich in keinster Weise mit der Realität deckt. Und wie so vieles im Koran ist hier nichts Neues oder gar Originelles zu finden, weil es von anderen, von älteren Zivilisationen abgekupfert wurde. Himmel und Erde zusammengefügt und dann rissen wir sie auseinander. Naja, wie alt ist denn so eine Aussage? Genau wie das Märchen mit dem alten Mann, der eine Arche gebaut hat und alle Lebewesen eingesammelt hat, findet sich auch die Geschichte mit den Himmeln und der Erde, die geteilt werden müssen, bereits in Schriften von vor fast 5000 Jahren, bei den Sumerern und Babyloniern. Also absolut nichts Neues. Man muss sich ja nur mal so ein bisschen mit dem Gilgamesch-Epos oder dem Enuma Elish beschäftigen. Und da findet man diese Geschichten aus dem Koran oder im Koran wieder. Die Behauptung, dies sei ja eine exakte Beschreibung des Urknalls, das ist doch einfach nur albern.
Weil da eben, das habe ich ja eben schon gesagt, ein Fehler von der Größenordnung von etwa 10.000 Milliarden Jahren da drin steckt. Das ist der Zeitunterschied zwischen Urknall und der Entstehung der Erde. Viele Muslime glauben das aber, eben weil Islamogeten denen das erzählt haben. Und sie bewundern das Wissen von Bukay auch noch, wenn er allen Ernstes behauptet, der Herr der Welten sei in perfekter Übereinstimmung mit den modernen Ideen von der Existenz von Primary Nebula, also galaktischem Staub. Echt. Jeder halbwegs gebildete Mensch prustet doch lautlos oder schüttelt leise weinend den Kopf. Das hier ist galaktischer Staub. Nee, weißt du ehrlich. Dann kommt. Wie funktioniert sowas? Also, ich als Mensch, ich sehe jetzt hier, ich schwöre bei dem Vogelhäuschen, das ich erschaffen habe, dass es nächste Woche irgendwo regnen wird. Ey, warum soll ich sowas machen? Vor allen Dingen, wenn ich ein Gott bin, aber Allah macht das mit dem Schwören, ne? Das macht er auch. Warum? Wozu? Sonne und Mond, Tag und Nacht, Himmel und Erde. Ey, wozu ist das gut? Und zum Abschluss, zum krönenden Abschluss hier von dieser Episode, hier noch ein Zitat von Bukay. Es ist weitaus bekannt, dass in Fakt unser Planet von unserem eigenen Stern kam, der Sonne. Eine Sonne aus Wasserstoff kann also einen Planeten hervorbringen, der nicht von einem Gott erschaffen wurde. Echt? Ach, Kinders. Also, wie immer, ne? Vorschläge, Korrekturen und Kommentare sind gern gesehen. Und bis zum nächsten Video der Astronomie von Maurice Bucquoy. Ciao for now. Bis nächstes Mal. Bye.